Fackel setzen. Ich setze mir nur Fackeln immer, damit ich hier was sehe. Ich sag mal schon 1, 2, 3, 4, 5, 6 und 7. Kommen wir nochmal nachziehen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt gehen wir in die nächste Reihe. 1. Kann man auch so machen. Jetzt, es wird natürlich nur eins tiefer, damit das Wasser reinkommt, logisch. Eins, das machen wir von der Mitte. Kann man jetzt hier, zack, zack. Kann man auch jetzt hier machen. Eins, zwei, drei, vier, das sind aber mehr als vier. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sechs, sieben. Ja, das war zu viel. Es ist immer echt schwierig mit der Schaufel zu... 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Zumachen. So. Und jetzt hier und da dann hier wegbauen. Zack. Und zack. Müssen wir noch die Wand wegreißen und die Wand wegreißen und die Wand. Dann mache ich mir hier eine Fackel noch irgendwo hin. Müssen wir mal gucken. Achso. Ja, da müsste man jetzt davon nicht oben beschädigen. Das soll ja nicht schön aussehen, das soll ja nur zweckmäßig sein. Das kann man hier. So. Dann macht man 1, 2, 3. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, können wir nochmal kurz zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, können wir das auch gleich noch aushöhlen hier, 1, 2, ist das noch gut? Ja. Das ist echt schwierig. Dann machen wir das so. So. Nächste Wand. Warum nimmt er die nicht mit? Mensch. Hat das ja weg. Das brauchen wir alles nicht hier, diesen ganzen Kack hier. So, jetzt können wir zur nächsten Wand. Dann machen wir hier eins weg. Stellen wir uns hin. Eins, also zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Ist er? Und jetzt eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Es wird hier eine Wand dran gezimmert. So wie wir das haben wollten. So. Damit ich immer weiß, wo man nachrüsten, müsste die Wand auch noch raus. So. Sieht jetzt zwar nicht groß aus, aber die Etagen, die sind echt dann super. So, boah, das sieht so hübsch schon mal aus. Machen wir nur eine Fackel hier. Warte mal, das machen wir auch noch weg. So. Müssen wir alles hier wegruppen. So, jetzt müssen wir auch noch wegruppen. Das können wir dazu machen hier. Pam, pam. So, das muss auch noch raus. Hier, genau. Oh. Das können wir mal schön. Alter, das ist natürlich ein bisschen gefährlich hier. So. So. Jetzt können wir dazu bauen. Wir haben ja unendlich jetzt Bruchsteine. Man könnte jetzt immer diese Bruchsteine nach oben befördern, indem man eine Kiste macht oben. Aber es macht wenig Sinn. Weil. So, was hast du jetzt alles ausgegeben? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Jetzt machen wir noch das hier raus. Das machen wir jetzt. Ja, das sollte nicht so sein. Wo war das jetzt hier? So. Jetzt machen wir hier noch eins. Und da noch eins. Jetzt machen wir hier noch und verlängern wir das Ganze. So. So. Na, das ist nicht so wichtig. Ja. So. Jetzt werden wir das gleich mal testen, die Anlage. Ich werde mir gleich mal einen Eimerlein besorgen. Das könnte man dann noch. So. Und jetzt werde ich euch gleich was zeigen. Dann werden wir zeigen mal auch gleich. Zack. So, jetzt werden wir das kurz hier wegmachen. Das werden wir auch wegmachen. Und das werden wir auch wegmachen. Dann werden wir hier noch Steine reinkloppen. Haben wir ja genug. Wir haben ja Steine ohne Ende. So. Jetzt kommt die Stunde der Wahrheit. Jetzt werden wir kurz uns das hier machen. Mal kurz einen Eimer. Brauchen wir nicht. So viel Krempel. Warte mal kurz. Ich habe jetzt falsch gemacht. Das war nämlich falsch. Jetzt muss ich nochmal kurz eine Fackel setzen, damit ich was sehe. Und das hier oben. Ja. Was ist hier los? Lol. Warum fließt das hier ab und da nicht? Das ist jetzt aber komisch. Müsste eigentlich zack, zack und zack. Hä? Muss es doch einer breiter? Ist das jetzt zu breit? Das sollte eigentlich nicht passieren. Müsste es doch 8. Haben die das geändert? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Haben die geändert. Das heißt, wir müssen das einen breiter bauen. Ah, nicht so schlimm. Da wäre das jetzt hier ein bisschen enger, aber das ist ja nicht. Wir kommen ja immer noch durch. So fett sind wir ja nicht. Das könnte man jetzt so machen. Ja, so als Alternativ. Wenn man faul ist. Also so. Ich würde dann aber hier, können wir das dann bei den nächsten Etagen. Siehst du, was ist das, was ich gemeint habe? Da kannst du wunderbar nämlich dann, wenn dann die Mobs kommen, dann ja, das soll ja eigentlich, wieso das hier wächst, keine Ahnung. Man könnte das auch zum Beispiel, könnte man das auch so machen. Ich zeige euch mal noch einen Trick. Das hier zum Beispiel so. So. Siehst du? Das wäre jetzt so, dann wäre das. Das könnte man so machen. So ist vielleicht auch einfacher. Und das wären dann die Flächen, wo die dann spawnen. Wie gut das funktioniert, wird sich zeigen. Auf jeden Fall habe ich damit schon gute Erfahrungen gemacht. Und das machen wir jetzt bei allen Etagen. Ich werde jetzt kurz einen Cut machen, weil das euch anzugucken ist. Nicht so geil. Und dann bis gleich.